Weiß nicht warum. So, genau. Das kaufen wir so. Dann haben wir hier den T-Sop verändern. Ah, den können wir auch so lassen. Machen wir ihn nur noch ein wenig muskulöser. Masse des Oberkörpers ist nicht so das, was ich brauche. Masse der Schultern, ja. Größe des Bauches ein bisschen weniger. Länge des Oberkörpers ein bisschen mehr. Schulterbreite ist so. Entsprechend auch die Hüften ein wenig breiter, damit es auch wirklich ein wenig einheitlicher aussieht. Vielleicht auch, ja. Entsprechend auch mehr Masse an den Armen und an den Beinen. Und jetzt sieht er doch schon wieder noch ein wenig mehr nach Kämpfer aus. Wow. So, und natürlich bekommt der dann auch die offene Sierra 3. Bei dem sieht man noch keinen Ausschnitt, sondern so einen Pulli oder was es auch immer sein soll. Keine Ahnung, das nennt sich hier Befehlsvariante ohne, keine Ahnung. Ja, wenn ihr meint. Ich will da nicht reinsprechen, Kommandoabzeichen lassen wir mal. Und entsprechend, der kann natürlich keinen Rock anziehen, was auch wenig merkwürdig wäre, ja. Eine enge haben wir hier. Nope. Dann kriegen die Männer mal die von Sektion 31 weit lang, genau. Und entsprechend auch die Stiefel. Würden jetzt zwar manche sagen, dass es vielleicht nicht so zusammenpasst, aber mir gefällt das so. Und das hier soll dann auch schwarz werden. Kaufen. Sieht halt ein wenig komisch aus, dass wir dann wenig anders angezogen sind als der Rest unserer Truppe, aber hey. Oh, und dann haben wir hier noch unsere junge Drillfrau, die wir jetzt aber mal komplett anpassen. So. Da können wir jetzt hier die Drillflecken wählen. Also das sind keine Tattoos oder so, das ist bei den Drill gehört bei denen mit dazu. Das Ganze ein wenig dunkler und ja, lassen wir es so. Allgemein Grundhaar 1, 2. Machen wir es so. Die Augen lassen wir mal so, die Haartracht. Was nehmen wir hier? Rasiert? Nein, rasiert. Schließen? Nee. Slicked back? Das ist, glaube ich, neu. Ach komm, lass die Haare mal zurück. Und natürlich bekommt sie auch schwarze Haare. Muhaha. So, und die Standardaugenbrauen nehmen wir mal. Kopf, die allgemeine Größe, schauen wir mal. Ja, der passt. Allgemeine Breite, gut, ich würde sagen, ein bisschen weniger breit. Allgemeine Tiefe, was war das? Achso. Ja, das passt so. Die Halslänge ist okay. Die Halsdicke machen wir noch ein wenig schmaler. Die Schädelneigung. So. Die Schädelbreite. Na, passt so. Die Stirnneigung. Ja, so. Stirnbreite passt so, da brauchen wir nichts machen. Die Auswölbung der Brauen. Komm, machen wir was. So. Machen wir mal so ein wenig traurigen und so weiter. So, damit es ein bisschen niedlich aussieht. Warum nicht so? Die Augenhöhe ist okay. Die Nasenbreite machen wir etwas schmaler. Augen ist der Abstand so okay. Augengröße aber. So. Die Nasenlänge, da müssen wir mal hier ins Profil gehen. So, mal eine kleine Stupsnase. Kommt zur Nasenhöhe. Passt so. Breite des Nasenbeines. Erstmal die Höhe des Nasenbeines kommt da so ganz nach oben, damit hier so ein traurig Eindruck entsteht. Und jetzt schauen wir mal mit der Breite des Nasenbeines, wie das wirkt, wenn wir es etwas schmaler oder breiter machen. Oh, das passt dazu. Tiefe des Nasenbeins. Ach komm, machen wir es so. Die Nasenlochgröße machen wir auch mal ein bisschen kleiner. Mundhöhe passt. Die jetzt habe ich eins vergessen. Die Nasenlochhöhe. Schweinchennase, Schweinchennase. So, die Mundbreite machen wir dann komplett weg. Lippenfülle ein bisschen mehr. Der Mund passt so. Kieferbreite, Wangenknochen. Wangenknochen machen wir ja. Ne, so rum war das, genau.
dann die Kinnlänge war falsch. Breite, Kieferhöhe, genau. So. Kinnlänge ist so in Ordnung. Die Kinnbreite machen wir mal so. Ja, das sieht doch jetzt schlackiger aus. Sehen nicht mehr so. Ja, am Körper lassen wir den mal so. 1,80 ist auch okay. Weiblich darf sie auch gern weiblich bleiben. Und wir haben Sierra 3. Auf, und, ach nee, das ist Antares. Das ist Antares. Sierra wollen wir. So. Zap und zap und zap. Mando-Abzeichen weg. Ende unbekleidet. Ein Drillhost hatten wir so. Die Hose kriegt sie dann auch im Rock, so wie die andere auch, wo ich schon wieder den Namen vergessen habe. Da hatten wir den Rock genommen. Sprechen dann auch blaue, weil Wissenschaftler und so weiter. So. Drillhaut, hier dann auch wieder der Host. Eieiei. Das jedes Mal wieder neu einstellen muss. So. Sektion 31 Schuhe in komplett schwarz. So, und schon haben wir unsere Mannschaft angepasst. Sehr schön. Beenden. Und hat mir da gerade einer geschrieben, ja. Hi, would you like to talk net of lead is helpful aktiv. Okay, also zum Thema Flotten sage ich gleich, da werde ich noch in eine Flotte eintreten, und zwar in die Saphir Omega. Das ist die Flotte, mit der ich mit allen anderen Charakteren auch schon bin, aber entsprechend halt auch so, und dem antworten wir natürlich jetzt auch mal. Privatnachricht. So. Hi, Komo. Thanks. But this is my Let's Play Car with Fleets. Nee, falsch geschrieben. Who comes to my fleet? Ja, my fleet, also ich sag jetzt mal, es wäre meine Flotte, aber im Grunde ist es das netter. Sondern ist halt eine Flotte vom René Joe. Hallo René Joe, wenn du das siehst, grüß dich. Und ja, entsprechend, ich sehe es halt als meine Flotte. Ist halt eine kleine deutschsprachige Flotte, die überhaupt keine Dingensbummens, also die keine Verpflichtung hat und so weiter, sondern halt mehr eine Flotte für Leute ist, die ja, eben so ein wenig, ja komm, Flotte, ich will da Flotten, Schiffe und so weiter haben, aber ich will keine Sachen haben, aber trotzdem mit den Leuten versteht man sich und das ist lustig und das ist auch eine rein deutschsprachige Flotte, also von daher. So, und was sind wir jetzt eigentlich, wenn ich jetzt alleine spiele? Ah ja, hier, der Grimm. Den kriegen wir dann noch ein paar Entsperren des Fließfachs, der will ja, dass wir auf die Trot-Sana-Station gehen und dort ein paar Sachen aufnehmen. Die Mission machen wir mal, denn da kriegt man ein paar Sachen geschenkt, die nicht schlecht sind. So, ansonsten können wir ja hier jetzt eigentlich mal so ein wenig auf Earth Space Dock die ganzen Missionen machen. Da hat da hier der Admiral, wenn die Tür mich mal durchgelassen hätten, ein paar Sachen auch noch. Alle Admiral Quinn. Ja, die ganzen Tutorials machen wir dann mal. Gibt so ein wenig Zeug, was wir dann wieder verkaufen können. Akzeptieren. Verticals Trainer akzeptieren, wissenschaftliche Auftrag akzeptieren. Ja, das sind halt die ganzen Tutorials, wo man was kann. So, Vermittlung, Vermittlungsprogramm der Föderation. Jo, das ist dann eben so, dass die Schiff, also, dass man eben ein Sonnensystem, die Hilfe braucht, ein Zeug gibt. Da ist dann nur, dass man mit jemandem reden muss. Diplomatie in der neutralen Zone, was ist das? Ach, einfach so bei K7 der einen Frau. Oh, nee, die Mission mag ich nicht. Und mutig dorthin gehen, was war das? Erforschen zu Delta Volanis? Nein, das wollen wir auch nicht. Okay, da haben wir jetzt doch ein wenig was. Und dann müssen wir jetzt mit ganz vielen Leuten hier sprechen. Ja, mit dem hier haben wir schon. Ich mache hier mal ein wenig größer. Und wenn man jetzt... kam weg. So, hier schaut, haben wir jetzt hier so ganz viele Missionssternchen, Missionskreise. Die wir jetzt einen nach dem anderen abarbeiten werden. Ob ihr das wollt oder nicht. Denn mich stört es eben, wenn da immer so viele Aufträge noch nicht angenommen sind. Bah. Beziehungsweise solche Aufträge oder Tutorials. Also die Tutorials will ich dann schon, wenn schon, alle machen, weil... ja, einfach damit sie dann gemacht sind. So. Erstmal Warenmakler Rosa war das, genau. Den Stern, zahlreiche Systeme. Admiral Flynn hat sie geschickt, jawohl hat er. Dürfen es ja viele.
Geben Sie sich Delta Volanis Cluster vulkanischen Sektor und helfen Sie den Planeten. Nope. So. Genau. Magler Foss, was war das? Okay, der verkauft uns nur Sachen. Ach komm, dann nehmen wir die Mission halt mal an. Ja, Bedürfnisse, Fehler, her damit. Delta Volanis können wir ja irgendwann immer noch fliegen. Ja, hab doch. Also ein guter Anfang. Noch eine. Ah, so war das. Jetzt können wir hier Schildgeneratoren nehmen. Schildgeneratoren können wir dann Delta Volanis brauchen oder wir können sie jetzt verkaufen. Je nachdem, was wir wollen. So, dann müssen wir mit ihm hier nochmal reden, dass er der Schneider ist. Schon erledigt und wir haben einen kostenlosen Kleiderwechsel dafür bekommen. Yay! Was mich aber jetzt auch nicht groß interessiert. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich noch? Ach, 2000. Ach ja, und hier die Lithium haben wir jetzt hier für Starbase 24 bekommen. Man kann, wie hier unten jetzt schon eingeblendet ist, 8000 Lithium pro Tag veredeln. Und für das Lithium kann man sich andere tolle Sachen bekommen. Deswegen finde ich das auch lustig hier mit der Trinkgeld immer, dass ich da dann auch immer Geld bekomme. So, egal, dann schauen wir mal hier, was da von unserem Schiff noch gebraucht werden könnte. Was ist das hier? Kinetischen Schaden, Widerstand brauchen wir nicht unbedingt. Aber wir haben neue Waffen und Schilde für unsere Leute bekommen. 18,6, gut, wir brauchen mindestens 30. 127 haben wir schon. Das heißt hier wahrscheinlich Anti hat 19 und hat schlechteres Schutzschild. Haben hier 18,6, 18,6 hat die Waffe schon. Und hat nur mit 100, da kriegt er einen 112er. Und du bekommst auch noch hier eine bessere Waffe und das Schild hast du schon. Wunderbar. Und jetzt verkaufen wir das, was wir nicht mehr brauchen, nämlich das. Die 10 Schildgeneratoren, wieder 400. Und dieses Schild können wir jetzt auch verkaufen. Und jetzt haben wir doch schon wieder viel, viel mehr Geld. Dass wir dann später irgendwann noch viele, viele bunte Smarties kaufen können. So, okay, jetzt bin ich einmal zu weit gerannt. Wie immer. Okay, jetzt müssen wir doch noch mit einem von denen reden. Boah, Leute! Ah, mit Warenmakler Voss wegen ein guter Anfang, okay. Warenmakler Voss. Ja. Auftrag gelöst, sehr schön. So. Genau. Und jetzt gehen wir doch mal hier in die Mitte zu den Fähigkeitstrainern und so weiter. Damit wir da auch wieder was gemacht haben. Ich meine, wir sind doch nicht so faule Leute, die hier nie was machen. Und so. So. Grüße und Lieutenant Allen im Mischeck. Was machen Sie? Kann ich Ihnen meine Unterstützung anbieten? Aber biologische Proben, die nach Memory Alpha sollen. Ja, dann sammeln wir biologische Proben für Memory Alpha ein. So, mit einem Fertigkeitstrainer sollten wir auch reden, oder? Nein. Okay, mit wem müssen wir jetzt reden? Fertigkeitstrainer, sprechen Sie mit Bald. Ach so, der Bald. Es geht um die Brückenoffiziersfertigkeit, nicht um unsere eigenen. Ja, den ich eben angesprochen habe. Das ist, wenn man umskillen will, wenn man sich was Geld hat. Da kann man sich solche Fertigkeitsgutscheine für Zen kaufen. Also Zen ist die Währung, für die man echtes Geld ausgeben muss, die man sich aber auch gegen Lithium eintauschen kann. Und ja, entsprechend ist dann auch nicht schlecht, wenn man Lithium dann irgendwoher immer mal wieder ansammeln kann. Okay, ich laufe hier gerade in die komplett falsche Richtung. Ich sollte nicht so viel quasseln. Ja, auf jeden Fall, Zen sieht man hier oben, Z-Store, das ist der Zen-Store. Zen bekommt man entweder, indem man sich, ja, wie gesagt, Geld für das Spiel ausgibt oder indem ich jetzt auf Austauschen gehen würde. Würde ich jetzt 90 Lithium für 1 Cent sagen, würde sagen, ich will 84 Lithium verkaufen und würde 5 Cent bekommen. Auf die Art habe ich hier schon 197 bekommen und habe auch bei meinem anderen Charakter mir ein Schiff für 2500 gekauft und spare momentan eigentlich auf ein anderes Schiff mit nochmal 2500. So, genau, das haben wir auch gelöst. Und jetzt müssen wir hier nochmal rein wegen dem mit dem Mediziner reden. Du warst das, oder? Jo, weiter, da haben wir jetzt einen Regenerator ohne Beschäftigung. Ah, jetzt müssen wir mit dem leitenden technischen Offizier noch reden. Dann machen wir das doch mal schnell. Der leitende technische Offizier ist hier, der Malcolm Sissel, aka Chefingenieur. Und zwar ist es so, dass das Schiff hier auch Beschädigungen bekommen kann, die nicht geheilt werden, wenn man zerstört wird. Und die dann dafür sorgen, dass man schneller zerstört wird, die kann man hier reparieren lassen. Oh, und zwar war das... Malcolm Sissel, warst du das? Nein. Dann warst du es hier mit dem Chefingenieur, genau. Und eine schwierige Entscheidung sprechen sie Zuteilungsoffizier. Ah, jetzt war das.
Das, was ich euch, also dem Grunde, weswegen ich die jetzt wegklicke, die erzählen einen, dass ich eigentlich schon alles weiß, eben wie